Neue Ausgabe Crash Bandicoot Let's Play. Letzte Folge war ja sehr aufreibend für uns alle gewesen. Ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dadurch, dass ich ein bisschen lauter manchmal geworden bin, dass ich ganz einfach die Mikrofonaufnahme ein bisschen zu laut eingestellt habe. Deshalb bitte ich das wirklich zu entschuldigen. Ich habe das jetzt ein bisschen leiser gemacht und wenn es wirklich zu leise ist, ich kann das an der Bearbeitung dann noch ändern. So Leute. Wir haben das Level davor geschafft. Unser Problem ist immer noch natürlich, dass wir keine Leben haben. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir jetzt wirklich ein bisschen besser vorankommen. So, oh Gott. Dieses Level ist andersrum. Es ist andersrum. Wir versuchen es aber. Und los. Gut. Okay. So, Checkpoint. Ganz kurz Luft holen, Leute. Wir werden uns. Wir brauchen die Äpfel. Wir müssen jedes Leben, was wir irgendwie ergattern können, brauchen wir natürlich. Echt Wahnsinn. Was man sich dann hier doch manchmal zumutet, ne? Leute. Oh Gott. Aber es wird werden, Leute. Ich war zu langsam. Ich war wirklich einfach zu langsam gerade gewesen. Aber jetzt müssen wir diese ganze scheiß Sprungstelle dort nochmal machen. Ne? Du ahnst es nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir kürzere Sprünge machen und nicht diese langen. Das tut uns natürlich ganz einfach ein bisschen Zeit schenken, die wir ganz einfach auch jetzt am Ende brauchen, Leute. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, Leute. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, wenn man so wie ich total die Leben verliert. Auch vor allem, wenn man das mit dem Stick spielt, man kriegt ja unweigerlich. Da musst du einen Langsprung machen. Wer soll sich diese Pisse denn merken, Leute? Ich wollte gerade darauf zurückkommen, dass ich ganz einfach, wenn ich so ein Spiel spiele, dann natürlich auch manchmal so etwas schwitzige Hände kriege. Und da ist es natürlich scheiße, gerade bei so einem Level, wenn man dann fast vom Pad abrutscht. Ich mache jetzt hier lange Sprünge. Wir müssen es einfach riskieren. Oh, es ist wenigstens ein Checkpoint, Leute. Wir verpissen uns mal ganz kurz. So. Und weiter geht's. Das war schon wieder scheiße, Christian. Das war richtige Pisse, was du da gerade schon wieder abgezogen hast. Sehr gut. Jetzt wäre ich aber langsam mächtig müde. Oh, da bist du platt, was? Oh, Leute. Ist mir jetzt egal. Ich will das hier einfach packen. Das war schon wieder scheiße. Wichtige Sekunden gehen uns dabei natürlich schon wieder flöten. Du musst eigentlich wirklich kurze Sprünge machen. Aber man bleibt automatisch ein bisschen länger immer auf diesem Knopf.
Mann, Leute. Mann. Ich mache jetzt nur kurze Sprünge. Er war schon wieder ein langer. Habt ihr das gesehen? Immer wenn er ein Salto macht, dann wisst ihr eigentlich, ihr habt schon wieder euren Wichsgriffel schon wieder ein bisschen zu lange auf Kreuz gehabt. Wisst ihr, dann kommt ja dann nun mal auch so ein bisschen Hektik auf, wenn man nur noch ein Leben hat. Richtig langer Weg bis zum nächsten Checkpoint hier in meinen Augen gerade. Wenn die Phase kommt mit den Plattformen, müssen wir. Ich wollte gerade sagen, müssen wir auf jeden Fall kurze Sprünge machen, aber das ist doch schon wieder Kacke alles hier. Wisst ihr, ihr müsst euch hier echt Let's Player gucken, wo jeder hier die ganze Zeit versagt. Ach, wo sind wir schon wieder? Na, 6 Minuten, das ist alles noch okay. Es kann ja nicht sein, dass wir für eine Folge jetzt immer, dass das ein Level gerade immer wird. Das ist echt Wahnsinn, was hier eigentlich so los ist. Wir können Luft holen, Leute. Wir können kurz Luft holen. Komm, ich hoffe, hier kommt ja wieder ein Checkpoint, weil das war eigentlich gerade eine ziemlich geile Aktion, dass das gleich geklappt hat. Schon wieder verdammt nah. Aber wir haben es gepackt, Leute. Wir haben es gepackt und sind bereits jetzt schon wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren. Ich scheiße jetzt gerade wirklich mal auf die Äpfel, weil ich das ganz einfach irgendwie nur packen möchte. Okay. Okay, Leute. Oh, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Warum liefen das jetzt am Ende so gut? Das war ja einfach freuen. Einfach freuen, wir haben dieses Level geschafft. Freue ich mich persönlich natürlich sehr drüber. Auf jeden Fall nicht einfach. Nicht einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich sag's immer wieder, ich habe dieses Spiel, ich weiß, ich habe es früher, PlayStation 1 Zeiten, ist natürlich schon eine ganze Ecke her, durchgespielt gehabt und ich bin echt erstaunt, weil ich das nicht mehr so in Erinnerung habe, dass dieses Spiel wirklich so unmäßig schwer ist. Für mich zumindest schwer. Ich kann mir gut vorstellen, für euch nicht. Aber ich habe echt meine Problemchen, ne? So, hier ist doch noch was gewesen. Hä? Wir brauchen die Äpfel, Leute. Wir brauchen die Äpfel. Hier drüben ist nichts, okay. Wir haben schon wieder Feuer am Start. Oh, Vista! Ja, Sunset Vista heißt das Level, ich weiß. Aber warum passiert dann schon wieder so eine Scheiße jetzt hier? Direkt am Anfang. Man weiß ja nie, was ihn erwartet noch, ne? Ach, das ist wieder die Geschichte, wo man wieder schnell machen muss. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Leben gekriegt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das heißt, Fledermäuse kommen. Alles klar, alles klar. Wir gehen hier mal ganz kurz. Ist hier vielleicht ein Leben? Eine Papa-Shango-Maske war dort auf jeden Fall. Und ein Leben war da auch gewesen. Sehr gut, Leute, sehr gut. Weiter geht's.
Oh Mann. Und es ist immer noch kein Checkpoint da. Es war schon wieder Knabbidi-Knapp-Knapp. Das war genauso knapp schon wieder gewesen. Ich hoffe, das Leben hier ist nochmal da. Ja, es ist da. Das ist schon mal gut. Er springt weg. Er springt weg. Ich dachte jetzt echt schon, dass das Ding hier auf Fledermäuse. Fledermäuse. Ich warte kurz. Ich nehme mir die Zeit. Und wir haben auf jeden Fall einen Checkpoint. Wir haben auf jeden Fall einen Checkpoint und haben ein Leben. Was auf jeden Fall viel wert ist, weil man stirbt. Weil man stirbt. Oh, Leute. Wisst ihr, wir brauchen mal wirklich wieder so ein Level, wo wir ganz einfach uns mal wieder ein paar Leben erhaschen. Ja, es ist schön, dass wir hier welche kriegen, aber wir müssen sie auch behalten. Das ist halt das Ding. Der Kasus Knactus. Und was ist das schon wieder? Da ist eine Höhle. Wir holen uns erstmal den Checkpoint, ne? Wir sind ja nicht blöde. Ist hier irgendwas? Okay, eine Papa-Shango-Maske war jetzt hier auf jeden Fall am Start. Hätte auch schon wieder richtig in die Hose gehen können gerade, ne? So, wir holen Luft. Kratzen uns am Arm. Ah, Fledermäuse, okay. Da sind schon wieder flammige Flammen. Wir müssen hoffen und beten. So, wir haben jetzt hier wieder unseren Kollegen. Alter, war das Glück! War das Glück gerade? Ah, da müssen wir warten! Da müssen wir warten! Und da war der Checkpoint. So nah und doch so fern. Wo habe ich gesagt, müssen wir warten? Hier war es noch nicht, ne? Nee, nee, alles gut. Christian, Christian! So, der springt weg. Er ist ja richtig weit, oder? Nee. Es gehen irgendwie, wir bleiben das nächste Mal, wenn wir an dieser Stelle sind, stehen und gucken uns erstmal die Form an oder den Rhythmus. Der Rhythmus, wo man mit muss. Gucken uns mal an, wie diese Scheißplatten da eigentlich weggehen. Weil ich habe echt keinen Bock, da jetzt schon wieder zu sterben. Da fragst du dich. Da fragt man sich. Wieso? Wegen so einer Pisse schon wieder, ey. Aber Leute. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir versuchen es. Das ist Kacke! Guck gleich wieder Game Over und dann können wir die ganze Pisse schon wieder von vorne machen. Ey, das ist doch langsam zum Mäusemelken ist das hier. Hier, eh, erwische ich, ey. Es geht mir doch alles auf den Sack hier. Mein Gott. Ich weiß es nicht, wie man das jetzt hier am besten macht. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. So, und jetzt wart mal. Es geht alle, es geht der, es. Und jetzt gehen alle. Jawollo. Jawollo. Und hier ist doch dieselbe Scheiße schon wieder, oder? Jetzt in Bede. Oh, Checkpoint, Leute. Kurze Zeit und kurze Möglichkeit durchzuhalten. Wenn du hier runterfällst, landest du natürlich in den Flammen. Und da habe ich persönlich ja jetzt überhaupt keine Lust drauf. Das geht weg! Da haben wir jetzt aber auch schon wieder Schwein gehabt, ne? Also diese anderen dort, wo ich jetzt eigentlich gedacht habe. Die bleiben nicht. Geht die weg? Echt jetzt? Das kann doch nicht schon wieder euer Ernst sein.
ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Du freust dich da wie so ein kleines Milchmädchenkind, dass du auf einmal dein Zeug gekriegt hast, was du wolltest. Und dann passiert wieder so eine Scheiße. Nee, warten, warten. Wir müssen aufs nächste warten. Jetzt. Ey, das war jetzt aber auch wirklich mehr Glück. Ich hab's vergessen. Ich hab gedacht, ich muss so lang. Nee, Leute, wir sind oben. Wir freuen. Und kein Checkpoint, ne? Kein Checkpoint. Jetzt könnt ihr aber. Nein! Nein! Jetzt gib mir ein Checkpoint. Alter! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht, Leute. Gut, wir wissen jetzt natürlich an manchen Stellen, wie es einfach funktioniert. Ach, das Leben. Tun sie ihn da jetzt nicht noch mal geben, ne? Ich warte hier. Meine Fresse. Aber leben lassen sie dann jetzt hier nicht mehr, ne? Doch, hier ist jetzt mal erst. Das ist natürlich eine Wonne für meine Augen. Hier war ja jetzt nichts gewesen, ne? Leute. Hier war jetzt auch schon wieder so eine Pisse-Piss-Stelle, wo wir so machen. Und hier müssen wir warten, bis alle drei vorne sind. Und dann ist unsere Stunde gekommen. Und die ist jetzt. Gut, gut. Jetzt. Alles klar, wir sind erstmal schon mal gut durchgekommen jetzt hier und sind wieder bei unserer beschissenen Sprungpassage, die wir ja schon geschafft haben. Es ist dann oben aufgrund von irgendwelchen Dingen immer schief gegangen. Ich traue mich schon gar nicht dahin zu gehen, weil ich einfach nur froh bin, dass ich hier eh mal oben angekommen bin. Also, ist ja wirklich der. Und hier hoffe ich jetzt wirklich, dass nicht schon wieder so eine Scheiße passiert wie vorhin.
darf nicht wahr sein, ne? Man hängt hier. Was ist denn hier los? Also man. Oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis er weg ist. Ey Leute, übertreibt's doch nicht mit diesem Spiel. Ich weiß nicht, was mit euch nicht stimmt. Weil du kannst doch da jetzt nicht so warten. Ey, jetzt habe ich wirklich gedacht, dass das jetzt geil war, was ich mache. Und wir haben wieder nur noch ein Leben, Leute. Ein beschissenes Leben. Und wir gucken uns das jetzt hier erstmal an. Der geht zurück, dann kommt der andere. Wir machen es jetzt. Klar kommen jetzt dort noch Fledermäuse. Jetzt müssen wir hier aber weg. Wir müssen weg. Ach, auch mal ein bisschen gut auf der Kiste rumzutrampeln, einfach mal ein bisschen Luft zu holen, ne? Das war nix! Das war was. Okay. Schon wieder richtig Schwein gehabt, richtig Schwein. Ich warte mal ganz kurz, Leute. Die geht auch weg. Christian, Christian. Checkpoint. Ich hoffe wirklich, dass... Ist hier ein Leben hinten? Ist hier irgendwo ein Leben? Ist hier ein Leben? Ist hier ein Leben? Ist hier ein Leben? Nein. So, wenn wieder alle... Gut, wir warten natürlich. Warten mal, dass die Flammen weg sind, aber ich habe das Gefühl, dass dann gleich wieder Fledermäuse kommen. Oh, mitgedacht! Wie willst du das schaffen? Gib mir das Leben. Oh Gott. Warten, Luft holen. Nein! Oh, da ist ein Leben wieder. Oh. Oh, ich war so froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Weil das sah für mich nicht so einfach aus. Ich warte hier mal kurz. Ja, hätten wir auch weitergehen können, ich weiß, aber... es ist, wie es ist, Leute. Es ist, wie es ist. Jetzt gibt es hier natürlich kein Leben mehr, ne? Jetzt hast du natürlich Arschkarte, Christian. Jetzt sterben wir. Gut, Leute, wir haben erstmal wieder uns einen Checkpoint geholt. Oh. Was ist jetzt hier schon wieder los? Du musst warten, Christian? Jetzt? 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 Es gibt auf jeden Fall wieder ein Leben. Sonst nichts da hinten. Okay, wir warten. Und jetzt müssen wir... Es war schon wichtig, wir waren nur einfach ein bisschen zu spät dran, habe ich den Eindruck. Ach komm, schaff mal. Das ist hier... Und vor allem kurzer Sprung. Kurzer Sprung, warten bis rein, jetzt und jetzt. Gut, okay, 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 okay. Noch eine Runde, noch eine Runde, jetzt geht's los. Wollt ihr mich verarschen? Wie? Man muss da ja... Oh, das Leben will ich haben. Und wir werden es jetzt eh wieder verkacken. Ich hab wie vorausgesagt! Hätten wir... Oh Mann!
Das ist doch nicht euer Ernst! Nee? Jetzt! Oh, jetzt müssen wir hier die Pisse schon wieder machen, ey. Wenn der reingeht. Ah, das war nix! Das war nix! Oh. Ja, was dieses Spiel von mir verlangt, ist echt mal der Wahnsinn. Also. Aber gut, das Leben gibt's jetzt eh nicht mehr, ne? Weil es darf wieder ein bisschen gesprungen werden. Wir haben es natürlich verkackt, weil wir haben irgendwie eine so eine Betty Boo Gesichtstyp Matthias Marke vergessen. Ach Leute, übertreibt's doch jetzt nicht schon wieder. Ich hab schon gedacht, jetzt kommt noch eins. Auch richtig schnell, ne? Aber jetzt dürfen wir das ja doch mal machen. Naja, gut, ne? Naja, gut. Geht richtig schnell. Bap, 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 bap. Gut, hier können wir auf jeden Fall jetzt normal hoch. Gucken jetzt mal. Hier, hier, hier! Es kann doch nicht euer Ernst sein. Ich lasse ihn kommen. Oh, zwei Leben waren dabei. Richtig viel Kisten vergessen. Oh. 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 Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind bei 28 Minuten. Gut. Wir wollten unseren halbe Stunden Rhythmus dort ein bisschen einhalten, Leute. Richtig viel Kisten vergessen. Richtig viel Kisten. Oh, 49 Kisten. Echt hart. Echt hart, Leute. Auf jeden Fall, wir sind wenigstens wieder ein kleines Stück weitergekommen in dem Spiel. Und hoffen ganz einfach, dass unsere Pechsträhne einfach mal aufhört und dass irgendwie mal ein Level kommt, was uns da vielleicht mal ein bisschen liegt, ne? Ja, wie es halt so ist, ne? Endgegner. Koala kommen auf den Wumperinseln. Das werden wir in der nächsten Ausgabe erleben, Leute, ne? Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.